Schön, dass du heute wieder mit uns auf der Matte bist. Heute wollen wir mit dir eine kleine entspannte Yoga-Einheit durchführen. Das heißt, es geht um das Thema Loslassen. Wir kümmern uns ein bisschen um den Rücken, auch da mal loszulassen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ganz entspannt durch deine Yoga-Übung zu gehen. Jede einzelne Übung werden wir heute länger halten, als du das vielleicht bei uns im Vinyasa-Yoga gewohnt bist. Und aber auch zum Schluss wieder in einer langen Entspannung enden. Du kannst dir heute gerne ein paar Hilfsmittel dazu nehmen. Das heißt, so ein, zwei, drei Kissen. Wir haben hier die Yogakissen. Vielleicht nimmst du einfach deine Sofakissen dazu, noch eine Decke. Wenn du hast Yogablöcke oder dicke Bücher, was auch immer du brauchst, um dich nachher in den Positionen zu unterstützen und ein bisschen zu entlasten. Wenn du soweit bist, kommst du auf deine Matte in die Position des Kindes. Mach sie da erstmal ganz gemütlich in Balasana. Öffne die Knie so weit, dass dein Bauch, deine Brust genug Platz haben. Leg deinen Kopf gemütlich ab und natürlich kannst du auch hier schon irgendwas unter deine Stirn legen, falls es dir im Nacken noch zieht. Vielleicht auch deine Hände oder Handrücken, um es dir wirklich bequem in der Position zu machen, hier anzukommen. Schließ gerne deine Augen. Dann lass dir Zeit, hier auf deiner Matte zur Ruhe zu finden, ruhig hier zu sitzen. Wenn du brauchst, deine Position noch mal ein bisschen zu verändern, dass du wirklich bequem sitzt, nichts mehr zwickt oder wehtut. Und dann lässt du langsam die Gesichtszüge los. Deine Augen ruhig. Dein Kiefer locker. Dein Atem fließt ganz natürlich und alleine ein und aus. Schau dir nochmal alle deine Gedanken an, die dich beschäftigen wollen. Alles, was in deinem Kopf rumschwirrt, schau es dir ganz genau an. Bevor du dann jeden Gedanken, der dich noch weiter beschäftigen möchte, einfach da stehen lässt, wo er gerade ist. Bring deine Aufmerksamkeit hierher. Hierher auf deine Matte, zu deinem Körper, zu deiner Atmung. Spür, wie dein Atem ganz in Ruhe fließt. Ein und aus. Und spür, wie mit jedem Atemzug dein Kopf ein bisschen leiser werden kann. Deine Gedanken leiser werden können. Und du lenkst die Aufmerksamkeit immer weiter weg von allem, was dich beschäftigt, hin zu deiner Atmung und zu deinem Körper, hierher zu dir. Und wenn die Gedanken dich wieder beschäftigen wollen, konzentriere dich immer wieder auf deine Atmung. Bring deine Aufmerksamkeit immer wieder hierher auf deine Matte, zu deiner Atmung.
Dein Atem fließt in Ruhe weiter. Fängst an, deinen Kopf ein kleines bisschen zu bewegen, ihn dann von der Matte zu heben, deine Brust mit. Und dann fädelst du deinen rechten unter dem linken Arm durch, drehst dich in die Seite, legst den Kopf wieder ab und genießt den kleinen Twist in deiner Wirbelsäule. Ganz bequem lässt du den Kopf, die Schulter wieder Richtung Boden sinken. Du bleibst hier in der Position, immer so, dass du bequem liegst, so dass du loslassen und dich in die Dehnung sinken lassen kannst. In jeder Position bleibst du nur so weit in der Dehnung, wie du ruhig und in deinem Tempo weiter atmen kannst, ohne dass dein Atem stockt. Oder schneller werden muss oder ohne dass du in der Anstrengung hier bleibst. Dein Atem fließt. Ganz langsam kommst du aus dieser Position wieder zurück, nimm dir Zeit und dann wechselst du für dich die Seite, unterstützt dich wieder mit allem, was du brauchst. Lass du den linken Arm durchfädeln, die linke Schulter, deine linke Gesichtshälfte Richtung Boden sinken lassen kannst. Finde in die Position, lass deinen Atem wieder los, lass dich sinken, genieß die kleine Drehung, lass los. Spürst du, wie dein Atem immer ruhiger fließen kann? Vielleicht merkst du aber auch, wie du in der Position unruhig wirst oder es kribbelig wird, du am liebsten wieder zurückgehen möchtest. Dann konzentriere dich nochmal, bring die Aufmerksamkeit nach hier, nach jetzt und zu deiner Atmung. Konzentriere dich auf jeden einzelnen Atemzug. Ganz langsam und in Ruhe ein. Und noch langsamer und länger wieder aus. Wann immer du Unruhe verspürst, bringst du dich mit deiner eigenen Atmung wieder hierher zurück, in die Ruhe zurück. Auch hier fängst du ganz langsam an, dich wieder zu regen, wieder beide Arme zur Mitte zurückzubringen, den Kopf
Und von hier aus, komm mit rundem Rücken nach oben in deinen Vierfüßlerstand. Roll dich in den Vierfüßlerstand, finde dich langsam in die Position und dann wechsel ein paar Mal zwischen dem runden Rücken deiner Katze und locker lassen der Kuh, Katze und Kuh im Wechsel. Mach das einfach in deinem Tempo. Und nach dem nächsten Mal streckst du deine Beine nach hinten, kommst einmal in deine Brettposition und senkst dich ganz langsam zum Boden in deine Bauchlage ab. Jetzt legst du deine Hüfte ab, streck die Füße aus, platziere deine Unterarme neben deiner Brust, sodass die Hände nach vorne zeigen. Leg die Unterarme flach ab, spreiz deine Finger und dann hebst du vorsichtig deinen Kopf, dein Brustbein ab. Bring ein bisschen Druck auf deine Unterarme, trotzdem immer noch ein bisschen Kraft in deinen Bauch, in deinen Rücken kommst du in die Sphinx. Und hier probierst du selber aus, wie weit kannst du deinen Nacken heben, den Blick heben. Oder vielleicht möchtest du den Blick vorne am Boden lassen, um den Nacken, die Schultern wieder ein bisschen zu entlasten. Das entscheidest du. Spür die sanfte Rückbeuge in deiner Wirbelsäule und spür auch hier selber, wie weit du gehen kannst, wie viel Gewicht du an die Arme abgeben möchtest. Und hier deine Rückbeuge zu spüren. Atme ruhig ein und aus. Und von hier gehen wir gleich weiter. Du kreuzt hier deine Arme vor der Brust. Nimm dir gleich schon einen Block oder ein Kissen mit, was du unter deine Stirn gleich platzieren kannst, wenn du möchtest. Vielleicht brauchst du auch gar nichts, das probierst du gleich selber aus. Du kreuzt die Arme so hoch du kannst auf Schulterhöhe. Trotzdem schieben die Schultern ein bisschen von den Ohren weg. Dreh deine Handflächen zur Decke nach oben auf. Und jetzt lässt du deine Stirn nach vorne unten sinken. Genau. Vielleicht ruckelst du dein Becken nochmal so, dass du bequem liegen kannst. Platziere dir alles, was du möchtest, unter deine Stirn, damit der Kopf wirklich schwer liegen und loslassen kann. Schließ deine Augen und lass auch hier wieder los. Nutze deine Atmung, dich in die Position sinken zu lassen. Spür die Dehnung zwischen deinen Schulterblättern. Lass hier los, lass den oberen Rücken los und in die Dehnung sinken. Deine Atmung fließt ganz in Ruhe. Du sinkst immer weiter in deine Dehnung. Spür, wie immer mehr Weite zwischen deinen Schulterblättern entsteht. Immer mehr hier loslassen kannst.
Jede Ausatmung führt dich ein bisschen tiefer in deine Dehnung. Lässt dein Gesicht wieder locker werden. Dann löst du auch hier ganz vorsichtig wieder in deine Sphinx-Position zurück. Erst den Kopf, knote dann die Arme wieder auseinander, stützt dich hier kurz ab. Und dann wechselst du für dich, es kreuzt jetzt der linke Arm oben, der rechte Arm unten. Dreh die Handflächen wieder nach oben auf. Lass deine Schulterblätter auseinander sinken. Deine Stirn schwer Richtung Boden oder auf deinem Block liegen, sodass du den Nacken locker lassen kannst, die Schultern loslassen und sinken lassen kannst. Bring deine Aufmerksamkeit wieder zu deiner Atmung. Atme in Ruhe. Spür, wie dein Atem kommt und geht. Ganz in Ruhe, in deinem Tempo. Spür, wie du immer weiter in die Dehnung loslassen und sinken lassen kannst. Wie Weite zwischen deinen Schulterblättern entsteht. Wie Spannung nachgibt. Bleib mit der Aufmerksamkeit bei deiner Atmung. Ist dein Gesicht gelöst? Ganz langsam fängst du auch hier wieder an, dich langsam zu regen und zu bewegen und die Dehnung wieder aufzulösen. Komm einmal kurz in deine Sphinx-Position zurück, atme ein. Und mit der Ausatmung leg dein Kopf nach vorne ab, leg dich im Bauchlager auf der Matte ab. Vielleicht möchtest du deine Hüfte mal nach rechts und links schaukeln, den unteren Rücken bewegen. Vielleicht deinen Nacken bewegen, den Kopf, die Schultern, alles was du magst. Atme ruhig weiter. Wir gehen den Rücken ein bisschen weiter nach unten in unserer Dehnung. Streck deinen linken Arm zur Seite raus. Lass den rechten Arm ganz locker. Und dann winkelst du dein rechtes Bein im Knie an und drehst jetzt den Fuß hinter deinem linken Bein Richtung Boden. Öffne die Hüfte mit. Atme ruhig, versuch deine rechte Schulter wieder Richtung Boden zu bringen, den Arm am Boden liegen zu lassen und spür hier schon mal die Dehnung. Deine Brust bleibt so weit das geht am Boden liegen. Schau, welche Kopfposition jetzt hier für dich am bequemsten ist. Wahrscheinlich auf der Seite, Blick nach rechts. Atme ruhig. Du kannst die Position verändern und das Bein, was aufgestellt ist, lang ablegen. Aber vielleicht reicht die Dehnung hier schon und du möchtest den Fuß stehen lassen.
Atme ruhig und gib wieder nach. Lass dich in die Dehnung sinken. Auch wenn es jetzt irgendwo besonders zieht, bleib hier, bring deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Und mit jeder Atmung lässt du wieder ein bisschen mehr Spannung los. Finde hier deine Dehnung. Spür die Dehnung in der Hüfte, in der Seite, in deinem Rücken, vielleicht bis in den Oberschenkel, aber auch in deiner Schulter, Brust. Und genieße, dass der Zug immer mehr nachgibt. Immer weiter hier sinken und loslassen kannst. Bleib mit deiner Atmung hier und jetzt. Noch ein paar ruhige, tiefe Atemzüge hier, die du die Dehnung genießt und loslässt. Bis jetzt fängst du an, dich langsam wieder zu regen, ganz vorsichtig für dich die Position wieder aufzulösen, in deine Bauchlage zurückzufinden, in dir alle Zeit, die du brauchst. Dann wechselst du für dich die Seite, du schiebst deinen rechten Arm zur Seite raus. Leg den linken gleich bequem ab, winkel dein linkes Bein an, überkreuze hinten, stell den Fuß hinter deinem rechten Bein auf. Und dann findest du auch hier mit dem Bein wieder deine Position, die dir Andehnung reicht und in der du bleiben möchtest. Dreh deinen Kopf zur linken Seite. Versuch deine Brust, deine Schultern am Boden zu lassen. Und langsam hier in deine Dehnung zu finden, in der du bleiben möchtest. Halte. Finde zu deiner Atmung. Lass los. Vielleicht empfindest du hier an irgendeiner Stelle mehr Ziehen oder Zwicken als woanders. Dann lenk deinen Atem ein zu diesem Zwicken oder Ziehen und aus. Lass genau hier Spannung los. Wieder ganz in Ruhe ein. Aus. Lass los. Spür, wie die Spannung nachgibt, wie du sinken kannst, wie du weich werden kannst.
Dein Atem bleibt ruhig und tief. Erst jetzt fängst du wieder langsam an, dich zu regen, aus deiner Position zurückzufinden in die Bauchlage und dich von hier irgendwann wieder nach oben zurück in die Position des Kindes zu schieben, dein Gesäß Richtung Fersen zu bringen. Und bleib kurz hier, leg deinen Kopf bequem ab, lass den Nacken wieder los. Leg jetzt gerne mal die Hände Richtung Hüfte zurück, sodass du auch die Schultern ganz schwer und loslassen kannst. Spür kurz nach, spür in deinen Rücken, spür in dein Gesicht. Spür deine Atmung, die Ruhe. Wenn du soweit bist, rollst du dich hier ganz langsam nach oben auf in deinen Sitz. Bringst du über die Seite oder wie auch immer dir das angenehm ist, deine Füße nach vorne, stellst die Füße vor dir auf. Wir brauchen jetzt ein bisschen Unterstützung durch deine Kissen, vielleicht deine Blöcke, deine Decke. Du wirst gleich sehen, was du gebrauchen kannst. Streck dann, wenn du soweit bist, die Beine einfach zur Seite aus, ganz bequem geöffnet. So dass du trotzdem gerade und aufrecht erstmal sitzen kannst, auf deinen Sitzbeinhöckern bleiben kannst. Und von hier aus atmest du nochmal in die Länge nach oben ein. Aus sinkst du nach vorne in die Vorbeuge. Umarme jetzt gerne deine Kissen und lass hier los. Lass deinen Kopf, deine Stirn, vielleicht aber auch deinen Bauch auf den Kissen liegen. Um den Zug zu nehmen, bleib hier, lass los und lass dich wieder in die Position sinken. Bestimmt wirst du trotzdem eine kleine Dehnung in deinen Beinen, vielleicht auch in deinem Rücken, in deinem Nacken spüren. Lass hier wieder los, bleib bequem in deiner Vorbeuge. Unterstütz dich mit den Kissen, Decken. So dass du die Augen wieder schließen kannst, deinen Atem zur Ruhe findet und du immer weiter hier in deine Position sinkst. Bleib in deiner Vorbeuge. Vorbeuge loslassen, annehmen. Und akzeptieren. Bleib hier, lass los. Für das Loslassen schwer werden, zur Ruhe finden, lass dich von deinem Atem tragen, ein und aus, egal was war und egal was kommt, dein Atem bleibt immer jetzt, immer hier.
Wenn du bei deinem Atem bleibst, bist auch du immer jetzt, immer hier bei dir. Ganz langsam fängst du auch hier wieder an, dich ein bisschen zu regen und wieder nach oben aufzurichten in deinem Tempo. Stellst dann deine Füße wieder auf, räumst dir die Kissen so, dass du eins rechts, eins links von dir liegen hast, dass du sie gleich im Liegen nochmal brauchen kannst. Und dann findest du dich in deine Rückenlage. Leg dich auf der Matte ab, zieh die Knie dann kurz zum Bauch ran. Und dann stellst du deine Füße auf. Lass die Fußflächen gegeneinander sinken. Lass deine Knie rechts und links nach außen sinken. Und auch hier nimmst du jetzt gerne deine Kissen und unterstützt dich rechts und links, so dass deine Hüfte loslassen kann. So dass deine Knie hier Halt haben, du nichts mehr halten und anspannen musst. Leg deine Arme bequem zur Seite ab. Lass deine Schultern sinken können. Wenn du hier in der Position angekommen bist, entspann dein Gesicht, finde wieder zu deiner Atmung zurück und lass los. Ganz bewusst lässt du deinen Kiefer jetzt wieder locker. Lass deine Hüfte los. Dein Atem tief und ruhig. Bis in deine Hüfte einfließen. Ganz langsam wieder aus. Spür, wie dein Atem ganz frei und tief fließen kann. Nichts, was ihn einengt oder bremst. Ganz frei, ganz tief. Auch hier fängst du erst ganz langsam an, dich wieder ein bisschen zu bewegen und zu regen. Irgendwann deine Füße wieder aufzustellen. Bleib hier in Rückenlage, streck dann nur deine Beine lang von dir weg aus. Deine Arme lang hinter deinen Kopf. Jetzt schlägst du deinen rechten über den linken Fuß zur Seite und beide Füße wandern zur linken Seite, sodass du dich mit den Beinen in die Seite ziehst und deine Arme folgen in die gleiche Richtung, sodass du dich wie ein Zeh, so wie eine Banane in die Seite krümmst. Du kannst gerne mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk fassen, um den Zug noch so ein bisschen zu intensivieren und ziehst deine ganze rechte Seite lang und auseinander. Spür, wie du hier Raum und Platz schaffst, in die Dehnung findest, die ganze rechte Seite lang zieht. Lass wieder los, entspann dein Gesicht, lass den Atem fließen.
Spür auch hier, wie der Zug langsam nachgibt. Deine Muskeln nachgeben. Loslassen. In die Dehnung finden. Nimm noch einen ganz ruhigen, tiefen Atemzug, bevor du auch hier langsam wieder aus der Position findest, die Füße auseinander nimmst und dann für dich wechselst, den linken über den rechten Fuß schlägst, beide Füße, Beine nach rechts wandern lässt, die Arme hinterher. Dich wieder in so eine Bananenposition hier in die Seite bringst, jetzt die Dehnung in deiner ganzen linken Seite spürst. Wenn du das Gefühl hast, zu wenig Dehnung zu spüren, darf deine rechte Hand auch gerne Richtung Ellbogen fassen und nochmal ein bisschen intensiver in die Dehnung ziehen. Und vielleicht merkst du auch, dass es anders reicht. In der Dehnung bleiben kannst, langsam wieder loslässt, nachgibst, zu deiner Atmung findest, hier und jetzt bleibst. Lass dein Gesicht wieder los, ganz weich. Jeder Atemzug fließt ganz frei, ungebremst. Tief und ruhig. Jetzt. Bring auch hier deine Gedanken wieder zu deiner ruhigen, tiefen Atmung zurück. Dann fängst du auch in dieser Position wieder an, dich langsam zur Mitte zurückzubewegen, die Dehnung wieder aufzulösen. Wenn du in der Mitte angekommen bist, stell irgendwann die Füße auf. Beweg dich gerne nochmal durch alles, was du brauchst. Dann ziehst du deine Knie Richtung Bauch zu dir ran. Deine Hände versuchen, deine Füße zu fassen. Das heißt, du machst den Winkel zwischen Knien und Unterschenkeln ein bisschen größer, sodass deine Füße Richtung Kopf nach oben zeigen. Versuch, die Füße zu erreichen. Und zum Schluss gehen wir hier nochmal in einen Hüftöffner, in die Happy Baby Position. Das heißt, du kannst entweder deine großen Zehen fassen oder vielleicht ist es dir angenehmer, von innen oder außen, um deine Fußkanten zu fassen, weil du dann mehr Druck auf deine Fußflächen bringen kannst.
Deine Knie möchten in die Richtung neben deiner Brust, Richtung Boden ziehen. Atme, wenn dein Kopf, dein Nacken lang liegt, nochmal ganz in Ruhe ein. Und erst mit der Ausatmung bringst du mit den Händen ein bisschen Druck auf deine Füße, so als ob du deine Knie neben deinem Brustkorb Richtung Matte, Richtung Boden schieben möchtest. Und nur du ganz allein entscheidest, wie weit du hier schieben kannst, wie viel Druck du auf die Füße bringen kannst, wie weit deine Hüfte hier öffnen kann. Dein Atem fließt, dein Kopf liegt bequem, dein Nacken auch. Deine Schultern ziehen ein kleines bisschen Richtung Matte wieder tief. Entspann dein Gesicht, dein Kiefer lässt locker. Du schickst deine Atmung wieder bis in deine Hüfte ein. Und mit dem Ausatmen lass los, lass die Spannung hier los. Lass dich in die Position sinken. Gib dem Druck und dem Zug nach. Und jeder Atemzug bringt dich ein kleines Stückchen weiter. Lässt dich ein kleines bisschen gelassener hier loslassen. Nimmst noch einen ruhigen, tiefen Atemzug. Danach löst du die Position langsam wieder auf. Beweg dich gerne auch hier wieder, mach dich noch mal klein oder beweg deine Hüfte, den unteren Rücken. Irgendwann lässt du deine Füße zum Boden kommen. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, finde in deine Entspannungsposition, finde in Shavasana, unterstütz dich überall wieder so, wie du brauchst. Gern die Kissen unter die Knie legen, deine Decke dazu holen, dass du nicht frierst. Und finde in deine Entspannungsposition. Leg den Kopf schwer ab, lass die Schultern von den Ohren weg tief ziehen. Lass deine Fußspitzen rechts und links nach außen fallen. Lass den Atem los und frei. Mit jedem Ausatmen spürst du, wie du noch ein kleines bisschen schwerer werden kannst. Spür, wie du schwer und tief in deine Matte sinkst. Lass los. Spür die Ruhe, die sich ausbreiten kann. Du darfst nichts tun. Du darfst jetzt nichts und niemand sein müssen. Du darfst atmen. Und das alles für dich ganz allein. Lass los.
Erde schwer, ruhig und still. Lass dich die Ruhe über deinen ganzen Körper ausbreiten, so als deckt sie dich zu. Hier, wenn du merkst, dass dein Kopf, dein Geist schon wieder unruhig wird, lenke deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Ruhig ein. Lang aus. Ein. Lang aus. Lass los. Ruhig ein. Lang aus. Spür die Ruhe in deinem Körper. Spür die Ruhe in deinem Kopf. Und merk dir genau, wie es sich anfühlt. Ruhe. Stille und Entspannung. Genau hierhin kannst du jederzeit auch wieder zurückfinden. In deine Ruhe, deine Stille, dein Moment für dich. Lenk deinen Atem noch einmal ganz tief bis in deinen Bauch. Fängst du an, dich langsam wieder ein bisschen zu bewegen. Die Zehen und Füße, Finger und Hände, dein Kopf. Irgendwann bewegst du dich wieder ein bisschen mehr, wenn du magst. Streck und reck dich ganz lang. Irgendwann bringst du wieder ein bisschen mehr Bewegung in deinen Körper, stellst deine Füße auf, findest nach oben auf deinem Weg wieder in deinen Sitz zurück, nimm dir Zeit. Zum Schluss findest du einmal noch in deinen geraden, aufrechten Sitz. Zieh deine Wirbelsäule lang, hol deine Hände vor dein Herz, spür dein Gesicht nochmal weich und entspannt, deine Augen ruhig.
Dann legst du deine Daumen zu deinem dritten Auge an deine Stirn, konzentrierst dich auf diesen Punkt. Das dritte Auge, Sitz deiner Gedanken und deiner Intuition, sorg dich um deine Gedanken. Leg deine Daumen zu deinen Lippen, sorg dich um deine Worte. Und zu deinem Herz, hör auf dein Herz. Leg ein kleines Lächeln auf dein Gesicht und öffne langsam deine Augen wieder. Bedank dich bei deinem Körper, dass der wunderbar mit dir gearbeitet hat. Und ein Dankeschön von uns an euch nach Hause, dass ihr wieder mit uns auf der Matte wart. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.